Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop Jahr 2019 nach indischen Astrologie. Diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo. Liebe Mona Isa, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Als erstes möchte ich diese Engel beschreiben, weil das ist dein persönlicher Schutzengel. Nach Kabbala ist das Engel Michael und hat die Zahl 42, hat diese Zahl in dein Leben auch eine Bedeutung. Engel Michael ist Engel wie Gott gleich. Engel die Intuition, Engel der Vorahnung, Engel der Ordnung, hilft uns in allen Lebensbereichen, wo wir uns beweisen müssen, wo wir Macht zeigen und Kraft, unterstützt unsere diplomatischen Handlungen, bringt Klarheit in unserem Leben und schützt vor Unfällen. Engel Michael ist dein Schutzengel. Dieses Bild, was du hier siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild ändert sich gar nichts. So war die Sternenhimmel über dir in dem Moment, wo du geboren bist. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, die Lebensbereiche sind für dich enorm wichtig. Das ist deine Persönlichkeit, deine Werte, die Finanzen, die Kontakte, Kommunikation, Austausch, dein Zuhause, dann deine schöpferische Kraft, deine Arbeit, Partnerschaft und die Geheimnisse des Lebens oder ein gewisser Rückzug brauchst du auch. Was ändert sich, das bist du, dein Leben ist eine ständige Bewegung und du erlebst das als 7-Jahren-Perioden. Alle 7 Jahre bewegen wir uns auf einen anderen Boden. Das heißt, alle 7 Jahre haben wir andere Themen, andere Einflüsse. Du befindest dich gerade in Tierkreiszeichen Fischen. Du bewegst dich in diesem Boden und du lernst auch. Viele Einflüsse kommen gerade von Tierkreiszeichen Fischen und die Tierkreiszeichen Fischen spiegelt dir etwas. In Teil 2 habe ich das erklärt, wie wichtig das ist zu verstehen, dass hier um 2 Fische handelt. Die eine Richtung ist die Angst und Zweifel, Hilflosigkeit und das bremst, das blockiert. Die andere Richtung ist ein Traum, eine Vision, das Vertrauen daran zum Glauben und dann loslassen, einfach geschehen lassen, Vertrauen, das Fluss des Lebens und das, was du gerade lernst. Nicht nur du änderst dich, sondern Sonne, Mond und die Planeten ändert sich auch die Position. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen oder Wandelsternen. Jetzt sind wir am Februar und ich starte auch Februar 2019, zwar mit dem letzten Planet. Aber bevor ich erkläre, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, erkläre ich, welcher Planet, welche Themen anspricht, dann brauche ich nicht jeden Monat das wiederholen. Die schnelleren Planeten haben auch einen Einfluss auf unser Leben. Aber sie kehren immer wieder zurück und das erleben wir nicht immer als schicksalhafte Veränderungen. Was aber schicksalhafte Veränderungen auslösen kann, das sind eher die langsameren Planeten. Die allerlangsamste ist die letzte Planet in unserem Sonnensystem und das ist Pluto.
Pluto herrscht über den Tod. Das bedeutet aber nicht ein Todesfall, sondern belehrt uns, wie wichtig das ist, dass vieles absterben muss, damit etwas Neues entstehen kann. Wenn wir das verstehen, haben wir mehr Macht über uns selbst, über unserem Leben. Diese etwas absterben, das ist nicht immer Trennung, sondern das Loslassen. Loslassen von Angst, von Zweifel, und so bleiben wir in unserem inneren Kraft. Pluto steht auch für Sexualität. Pluto sorgt dafür, dass das Leben erhalten bleibt. Dazu gehört auch natürlich die Sexualität. Dann folgt Neptun. Neptun ist ein Traum, Fantasie, eine Vision, ein Gefühl. Neptun ist ein Gefühl. Es ist schwierig zum Greifen, aber es ist Kraft. Es ist Kraft, und diese Kraft können wir schöpfen, von dieser Kraft können wir schöpfen, unserem Leben gestalten, kreativ gestalten. Alle Künstler brauchen die Neptun-Energie. Aber weil das so alles so mystisch ist, schwierig zum Greifen und hat auch mit Symbolen, mit Märchen auch etwas zu tun. Natürlich passiert das immer wieder im Leben, dass jemand uns ein Märchen erzählt und wir glauben das, dann kann das sehr enttäuschend wirken. Also diese Schattenseite hat die Neptun-Energie schon. Das heißt, nicht der Planet löst es aus, sondern weil wir mit dieser Energie nicht umgehen können oder dass wir das nicht beherrschen. Neptun ist die Kreativität und Inspiration und Träume und Visionen. Uranus bringt immer Umbrüche, Veränderungen, sorgt für außergewöhnliche Ereignisse in unserem Leben, sorgt auch für Überraschungen. Saturn bringt etwas in Form. Wenn ich das astromedizinisch beschreibe, dann verstehst du das besser. Saturn herrscht über unserem Knochensystem, über unserem Skelett, und das gibt uns Halt. Saturn herrscht auch unserem Haut, und unserem Haut bringt unserem Körper in Form, schützt uns vor äußeren Einflüssen und begrenzt uns auch. Und genau diese Eigenschaften hat Saturn. Belehrt uns, kann uns auch mal einschränken, aber er möchte unserem Schicksal beeinflussen, in die richtige Richtung lenken, damit wir Sicherheit, Stabilität und Schutz haben. Jupiter ist der große Glücksplanet, bringt auch Glück in unserem Leben, ganz klar. Bei Jupiter Einfluss wird etwas vermehrt, vergrößert. Kann auch Schwangerschaft sein. Auch, dass wir unserem Körpergewicht zunehmen. Das ist natürlich auch möglich bei Jupiter Einfluss. Jupiter vergrößert etwas, zeigt auch unserem inneren Größe, und Jupiter vertritt die Gerechtigkeit und öffnet den Augen auch auf die Ungerechtigkeiten und steht immer mit Rechtlage auch in Verbindung. Mars ist die Kraft, mit dieser Kraft setzen wir etwas in Bewegung, hat mit Sport auch was zu tun, mit Autos auch was zu tun. Mars ist die Durchsetzung, Kraft. Mars ist männliche Energie, bedeutet auch der Mann. Venus ist der Planet der Schönheit, Kunst, Kreativität, Harmonie, Ästhetik. Alles, was schön ist, ist immer Venus-Energie. Es ist weiblich, verträgt auch die Liebe natürlich auch und symbolisiert uns Frauen. Und Mars symbolisiert die Männer. Merkur ist der Planet der Handlungen
Kommunikation. Bei Merkur Einfluss ist möglich, dass du Termine bekommst, dass du einen Vertrag unterschreibst, dass du um die schriftlichen Sachen kümmerst. Bedeutet auch, dass du eine Nachricht bekommst oder bist du in einem Seminar oder du vermittelst etwas und hältst du Vorträge, ist möglich bei Merkur-Energie. Sonne ist die kleine Uhrzeiger in diesem kosmischen Uhr, ändert sich Monat zu Monat die Position und zeigt immer die Monatsthemen. Wo die Sonne befindet, das ist immer ein wichtiges Thema im Monat, auch der Lebensbereich, wo sich Sonne bewegt, beziehungsweise die Bewegung macht unseren Planet Erde, aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht und Sonne beleuchtet das. Also diese Lebensenergie fließt an diesem Tierkreiszeichen oder die Färbung gibt die Tierkreiszeichen und die Lebensenergie fließt auf diesem Lebensbereich, welchen eben die Sonne befindet. Mond werde ich jetzt nicht näher eingehen, sonst ist diese Aufnahme sehr lang. Ich möchte nur die Mondphasen beschreiben. Bei einem Neumond ist wichtig ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation, auf unseren inneren Stimme hören, das zu vertrauen, damit wir Klarheit bekommen über etwas. Die Themen sind immer die Themen, in welchem Lebensbereich dieser Neumond befindet. Bei einem Vollmond haben wir die Licht, die Klarheit, das ist immer wichtig, in diese Richtung schauen und unseren Augen öffnen, immer in diesem Lebensbereich, welchen Lebensbereich eben dieser Vollmond stattfindet. Halbmond ist schön, aber das ist immer eine Spannung, dann verspüren wir innere Unruhe, Zweifel, Nervosität, immer in diesem Lebensbereich, wo sich dieser Halbmond befindet. Und wir starten. Februar 2019. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze und bleibt ganzes Jahr hier im Schütze und wirkt auf die beruflichen Situation. In dieser Zeit kann das sein, dass du kündigst und orientierst dich beruflich neu. Neptun, wo kannst du deine Kreativität leben, deine Träume leben? Neptun ist im Wassermann. Im achten Lebensbereich. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Uranus ist im Widder und bleibt ganzes Jahr im Widder, nach indischer Berechnung. Saturn bringt etwas in Form und belehrt. Saturn ist im Schütze, wirkt auf deine berufliche Situation und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Die langsameren Planeten, und das ist Pluto, Neptun, Uranus und Saturn, die bringen schicksalhafte Veränderungen und du siehst auch hier Beruf, Berufung. Also das ist zurzeit für dich ein sehr wichtiges Thema, wo Veränderungen kommen, deine Berufung zum Leben. Jupiter bringt Chancen, Möglichkeiten. Jupiter ist in Tierkreiszeichen Skorpion, zeigt auch deine inneren Größe. Und das ist eine schöpferische Kraft. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Fischen . Das kann bedeuten, dass du deine Kraft einsetzt für die Spiritualität. Kann auch bedeuten, dass du begegnest mit einem Mann, der von Auslands kommt oder gehst mit einer männlichen Person auf eine Reise oder hast du Auslandskontakte.
Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Schütze. Das kann bedeuten, du lebst hier deine Kreativität, kann auch bedeuten, dass du im Arbeitsplatz mit einer weiblichen Person was zu tun hast, habt ihr Kontakte, Gespräche. Merkur ist im Steinbock und das bedeutet Kontakt, Nachricht von jemand und das beeinflusst dein Liebesleben. Also die Möglichkeiten, Chancen, Merkur bewegt sich schnell, kommt nicht immer eine schicksalhafte Veränderung, aber jedes Mal, wenn Merkur im Steinbock ist, kannst du damit rechnen, dass du Kontakt hast mit deinem Partner oder kommt eine Nachricht. Sonne befindet sich auch im Steinbock und das ist ein Monatsthema dann im Februar, die Partnerschaft. 4. Februar ist Neumond im Steinbock. 12. Februar ist Halbmond im Widder, 19. Februar ist Vollmond im Krebs, 26. Februar ist Halbmond im Waage. März. Venus ändert sich, Merkur, Sonne ändert sich, Mars wahrscheinlich auch, muss ich mal schauen. Ja, Mars ändert sich auch. Mars ist im Widder. Da setzt du deine Kraft ein, deine Berufung zum Leben. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person unterstützt dich dabei. Venus ist im Steinbock. Die Liebesplanet wirkt hier im Bereich Liebe, Partnerschaft. Und Merkur ist im Fischen, Sonne im Wassermann. Monatsthema ist hier die Transformation und das Loslassen. Merkur im Fischen bedeutet entweder Schulungen, Informationen, Thema Spiritualität, kann auch bedeuten Fremdsprachen, weil das hat auch mit Ausland etwas zu tun oder Nachricht von Ausland. Rückläufigkeit bedeutet entweder, dass die Thema, was ein Planet ausmacht, gerade nichts bewegt, sondern es wird wie zurückgehalten, das bremst. Rückläufigkeit bedeutet aber auch Vergangenheit. Themen kommen wieder hoch von Vergangenheit oder meldet sich jemand von Vergangenheit. 6. März wird Merkur rückläufig. 6. März ist Neumond in Wassermann. 14. März ist Halbmond im Stier. 21. März ist Vollmond im Löwe. 28. März ist Halbmond in Skorpion. April. Jupiter übergeht in Tierkreiszeichen Schütze, gibt dir Chancen, Möglichkeiten, dich zu vergrößern oder beruflich verändern. Venus ändert sich, Sonne ändert sich, Merkur auch, Mars auch. Mars übergeht im Stier, Sonne ist im Fischen, das ist die Monatsthema, dann Spiritualität oder Reisen, Ausland und Merkur, Venus ist im Wassermann. April wird Jupiter rückläufig. 25. April wird Pluto rückläufig. 30. April wird Saturn rückläufig. 5. April ist Neumond in Fischen. 12. April ist Halbmond in Zwillingen. 19. April ist Vollmond im Waage.
26. April ist Halbmond im Steinbock. Mai. Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion. Merkur, Venus ist in Fischen. Das kann sein, dass du mit einer weiblichen Person Austausch oder Gespräche führst, was dich unterstützt, oder hast du Kontakte im Ausland. Und die Sonne ist im Widder. 4. Mai ist Neumond im Widder. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. 18. Mai ist Vollmond im Waage. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock. Juni. Mars ändert sich auch. Juni, Venus ist im Widder. Entweder eine weibliche Person unterstützt dich bei deiner Berufung, kann aber auch Konkurrentin sein. Venus bedeutet auch deine Kreativität, dass du deine Kreativität lebst in Berufung. Sonne und Merkur ist im Stier. Wichtige Themen sind deine Hoffnungen, Wünsche. Kann auch eine Gruppe von Menschen sein, wo du aktiv bist und Gespräche hast, Austausch hast. Und Mars befindet sich in Zwillinge. Du hast hier ein Mars-Wiederkehr. Und das bedeutet entweder, du brauchst einen gewissen Rückzug, damit du in Kraft bleiben kannst. Kann auch eine männliche Person sein, sehr geheimnisvoll, oder dieser Mann erzählt die Geheimnisse. Juni passiert was Einzigartiges. Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit und oft auch karmische Themen. Saturn, wo sowieso mit Schicksal und Karma was zu tun hat, Saturn ist rückläufig. Pluto ist auch rückläufig und die beiden karmischen Knoten ändert sich die Position ab April, das habe ich vergessen zu sagen. Und auf jeden Fall Juni befindet sich Ketu, was die alten Karma symbolisiert, im Schütze. Und dieser rückläufige Saturn, die rückläufige Pluto und noch dazu Ketu, diese karmischen Knoten, bilden sich eine Konjunktion. Das bedeutet, sie treffen sich und wirken sie gemeinsam. Und das ist eine sehr machtvolle Energie und das löst hier was aus im Schütze bei dir im beruflichen Situation. Aber wenn wir schon bei karmischen Knoten sind, Ketu, was die alten Karma symbolisiert, befindet sich bis Ende März im Steinbock. Und hier hast karmische Themen und ab April aber hier im Schütze und bleibt ganzes Jahr im Schütze. Und Rahu, was die neue Richtung betrifft, Rahu ist bis Ende März im Krebs, hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun, wo du die Suche bist. Also bis Ende März hast du das Gefühl, du suchst etwas und du weißt nicht genau, was das ist. Dein Platz im Leben oder suchst deine Aufgabe oder möchtest deine Persönlichkeit etwas zu verändern. Und ab April ist es so vorbei und ab April übergeht Rahu in Zwillinge und dann schaust in die Tiefe und befasst du dich
mit Ursachen befasst du dich mit karmischen Themen und bleibt Rahu ganzes Jahr dann in diesem 12. Lebensbereich. Aber bis Ende März hast du persönlich mit diesen karmischen Themen was zu tun. Am 22. Juni wird Neptun rückläufig. 3. Juni ist Neumond im Stier. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. 17. Juni ist Vollmond im Skorpion. 25. Juni ist Halbmond im Fischen. Juli. Mars übergeht in Tierkreiszeichen Krebs und das bedeutet entweder du setzt dich ganz gut durch oder eine männliche Person nähert sich und da hast du persönlich was zu tun. Natürlich in erster Linie handelt es sich um die liebe Partnerschaft. Sonne und Venus ist im Zwillingen. Und Merkur ist im Krebs. Diese Sonne und Venus-Energie ist sehr wichtig, das zu erklären. Hier sind die Geheimnisse. Ama bedeutet auch geheime Feinde. Bei Venus-Energie handelt es sich entweder um die Liebe, eine geheime Liebe, oder handelt es sich mit einer Frau. Das kann bedeuten, dass eine Frau ihre Geheimnisse an dir anvertraut. Kann auch bedeuten, dass du deine Geheimnisse hast bezüglich auf dein Privatleben. Und wenn du das jemand anvertraust, kann passieren mit dieser Sonnenenergie, was die Licht zeigt, dass es kommt ins Licht. Das heißt, in dieser Zeit ist besser zum Schweigen. Weil hier auch die geheime Feinde liegen, kann bedeuten, dass eine weibliche Person nicht gut gesinnt ist und du willst das mit diesem Sonne-Energie und Sonne symbolisiert die Wahrheit, das Licht und auch die Augen öffnen, du willst das erkennen, weil die Wahrheit kommt ins Licht. Und dann kann natürlich bei Mars-Merkur-Energie im Aszenden, dass du das auch sagst. Am 8. Juli wird Merkur rückläufig. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau. 16. Juli ist Vollmond im Schütze, gleichzeitig ist Mondfinsternis. 25. Juli ist Halbmond in Fischen. August. Mars bleibt im Krebs. Sonne und Venus ist auch im Krebs und das hat mit deiner Persönlichkeit was zu tun. Entweder verändert sich in dein Aussehen etwas oder in deiner persönlichen Umgebung ändert sich etwas. Merkur ist im Zwillinge und hier in den Geheimnissen. Natürlich kann bedeuten, dass du lernst etwas und es ist sehr geheimnisvoll, das ist so mystisch. Kann auch bedeuten, dass jemand vertraut ihre oder seine Geheimnisse und kommt zu diesen Gesprächen, aber bedeutet auch für dich persönlich Schweigen. 12. August wird Jupiter direktläufig, ändert sich die Richtung, also Jupiter ändert sich hier die Richtung, es geht alles dann wieder voran, hast du wieder mehr Chancen, Möglichkeiten, kannst auch etwas vermehren, vergrößern. 12. August wird Uranus rückläufig.
1. August ist Neumond im Krebs, 7. August ist Halbmond im Waage, 15. August ist Vollmond im Steinbock, 23. August ist Halbmond im Widder und 30. August ist Neumond im Löwe. Ja, und wird von Regulus bestrahlt. Und du hast einen Bezug zum Regulus, und das ist dieser königliche Stern, der Herz der Löwen. Also auf dein Herz, auf dein Herzensangelegenheit achten, alles was in dein Herzen ist, dass hier bei diesem Neumond, bei ein gewisser Rückzug, Nachdenklichkeit, was ist es genau, damit du verwirklichen kannst. September. September ist Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Also das wird für dich sehr wichtig sein, Werte, Wertschätzung, Finanzen. Ganz viel Energie fließt hier im Löwen. Dann passiert was Wichtiges. Saturn beeinflusst unserem Schicksal. Und bei Saturn-Einfluss treffen wir schicksalhafte Entscheidungen, gibt es auch schicksalhafte Begegnungen, schicksalhafte Veränderungen. Bis 18. September ist Saturn rückläufig, das heißt, es bremst alles, geht nichts voran. Und September dreht sich die Richtung, endlich geht alles wirklich vorwärts. Ab 19. September wird Saturn direktläufig, hat einen Einfluss auf deine Gesundheit, auf deinen Alltag, auf deine berufliche Situation. 6. September ist Halbmond in Skorpion, 14. September ist Vollmond in Wassermann, 22. September ist Halbmond im Stier, 28. September ist Neumond im Löwe. Oktober, Sonne, Mars, Venus ist im Jungfrau. Bei Mars, Venus kann auch um die Liebe handeln und hier über Internet oder in deiner vertrauten Umgebung kann ein Begegnung sein. Merkur ist im Waage. Das kann ein Vertrag bedeuten, was mit deinem Zuhause, deiner Wohnsituation oder Einrichtung was zu tun hat. Kann auch bedeuten, dass du zurückziehst und liest du etwas, was für dich wichtig ist. 5. Oktober ist Halbmond in Schütze. 13. Oktober ist Vollmond in Fischen, 21. Oktober ist Halbmond in Zwillingen, 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. November. Mars bleibt im Jungfrau. Sonne ist im Waage. Das ist die wichtige Monatsthema, dein Zuhause. Merkur und Venus ist in Skorpion. Merkur ist rückläufig und Rückläufigkeit bedeutet auch Vergangenheit. Und Merkur steht für Kindheit und Jugend, und gerade im Haus des Kindes bedeutet dieser Merkur, dieser rückläufige Merkur, auch einen Rückblick auf deine Kindheit. Zwischen 1. November und 20. November ist Merkur rückläufig. Ab 21. November wird Merkur direktläufig. 28. November wird Neptun direktläufig. 4. November ist Halbmond im Steinbock.
12. November ist Vollmond in Widder, 19. November ist Halbmond im Krebs, 26. November ist Neumond im Waage. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage. Merkur war rückläufig, kehrt wieder zurück. Mars, Merkur in Waage. Sonne ist in Skorpion. Und Venus ist im Schütze. 4. Dezember ist Halbmond in Wassermann. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Januar 2020. Uranus ist rückläufig und bleibt im Widder. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Mars ist im Skorpion. Sonne, Merkur und Jupiter befindet sich im Schütze und Saturn, Pluto bleibt auch im Schütze. Das heißt, Jupiter übergeht im Schütze, Sonne und Merkur ist auch im Schütze und Venus befindet sich im Steinbock. Das kommt Januar 2020. Liebe Mona Lisa, das war dieses Jahreshoroskop. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.